Das ist Rita Benker. Sehr gut. Und auch das ist Rita Benker. Und das ist mein Blick, wenn ich Rita in Action betrachte. Wir beide hatten an der Deutschen Sporthochschule studiert. Klar, dass wir per Du sind. War dir eigentlich damals während des Studiums schon bewusst, dass du mal so ein Dauerhänger bei Ninja Warrior werden willst? Nein. Wie kam das? Ich wurde von einem Freund darauf aufmerksam gemacht, dass zu dem Zeitpunkt gerade die Castings laufen. Und dann habe ich angefangen, mich darauf vorzubereiten. Und das hat sich gelohnt. Seit 2018 hat Rita an 4 normalen und 2 All-Star-Staffeln teilgenommen. Da war der größte Erfolg des 1,62 Meter Kraftpakets, den Parcours zu schaffen und auf den Buzzer zu hauen. Ziele hat sie dennoch genug. Also ich würde gerne in der ersten Runde buzzern und ins Finale einziehen. Das Finale, ist das noch der ganz große Traum, die große Hürde? Genau, richtig, um bei den Männern mithalten zu können. Es gibt ab dem Halbfinale keine Frauenregel und da muss man dann sich durchsetzen können. In der vorigen Staffel war für die 33 Jahre alte Leimenerin im Halbfinale Schluss. Entsprechend sieht nun ihr Training aus an Geräten, die den Hindernissen am ähnlichsten sind. Okay, also das hier ist jetzt so eine Situation, in der du häufig trainierst. Ist das so ein bisschen auch wie ein Endgegner bei einem Computerspiel dann für dich? Ja, man versucht schon so Hindernis für Hindernis vorzugehen und dann immer das einzelne Hindernis zu bezwingen. Ja. Ja. Wie oft arbeitest du dann an solchen Situationen und wie viel? Also ich versuche schon mehrere Male hintereinander, auch gerade wenn ich neue Hindernisse übe. Dann zählt für mich immer erst ab dem dritten Mal, dass man es wirklich geschafft hat. Ein Glück, dass die Testingenieurin beim Unternehmen Kistler in Rohrbach einen geregelten Arbeitstag hat. Aber auch da passiert es immer mal, dass der Arbeitsplatz fürs Training herhalten muss. Wo würdest du am liebsten mal einen Trainingsort nutzen, der eigentlich gar kein Trainingsort ist? Ich denke, es gibt wirklich viele Brücken. Da mal von einer Seite zur anderen entlanghangeln unter dem Fluss durch, wäre schon cool. Klar, wer Ninja Warrior werden will, darf eigentlich keine freie Minute vergeuden. Wenn jetzt jemand sagt, oh ja, das sieht irgendwie cool aus, auf sowas hätte ich auch Bock, ich möchte auch mal bei Ninja Warrior mitmachen. Was rätst du dem? Was muss man da mitbringen, um da zumindest nicht direkt am ersten Hindernis baden zu gehen? Also zum einen eine gewisse Grundfitness, die ist schon sehr wichtig. Deswegen gibt es auch normalerweise das Casting. Dass man eine gewisse Griffkraft hat, eine Sprungfähigkeit, auch Kraftausdauer ist super wichtig und die Oberkörperkraft ist somit das Entscheidendste. Keine Ahnung, wie meine Stärken aussehen, werden wir gleich herausfinden. Vor allem will ich dabei auch testen, welche Stärken tatsächlich Rita hat und was sie da alles auf dem Kasten hat. Gleich gibt es die Challenge Rita gegen Olli und mir schwant Böses. Das Jump for All in Ladenburg. Hier trainiert Ninja Warrior Rita Benker 5-mal pro Woche. Und sie hat sich ein paar schöne Schweinereien für mich ausgedacht. Und das machen wir dann genauso wie auch bei Ninja Warrior. Also wer weiterkommt, gewinnt. Oder wenn wir gleich weit kommen, dann zählt die Zeit. Darüber mache ich mir jetzt aber gerade keine Gedanken. Und ich würde sagen, Ladies first, dann haben wir auch ein bisschen mehr davon. Und es läuft wie erwartet. Dreisprung, ab ans Dach. Rita fegt durch den Parcours, als wäre es das Leichteste der Welt. Kleiner Strauchler an den Balancebalken. Aber selbst das schwierigste Hindernis, die Bretter, sind für die 1,62 Meter große Leimenerin kein Problem. Schnell über die Rohre. Dann koordinativ durch das Hangellabyrinth. Abspringen ist dir am Ende erlaubt. Durch den Stangenwald und schon ist das Ziel im wahrsten Sinne zum Greifen nahe. Nach knapp anderthalb Minuten ist sie auch schon durch. Für mich eher utopisch. Stark. Respekt. Okay, bevor ich mich jetzt gleich dran schmeiße, hast du noch irgendeinen Tipp für mich? Denk Hindernis für Hindernis. Sicher leichter gesagt als getan. Also gut, los geht's. Und das erstaunlich gut. Doch das potenziell schwierigste Hindernis ist das plötzliche Ende meiner Ninja-Träume. Auf geht's. Ja, durchkämpfen muss sein. Das Ganze flugs kommentiert von meinem Tonmann und Cutter Marco Wolf.
Gutes Stichwort, Oliver. Es heißt nun weiterkämpfen, denn nun geht es an die Miraculi-Sichel-Gedächtnishindernisaufgabe. Und an dieser angelt er sich gut durch, bis er nun leider abrutscht mit der Karteikartenhand, aber er kann sich durch die vorgebildeten Muskeln nun wieder gut fest angeln und schafft es souverän zur nächsten Aufgabe, dem fliegenden Brett. Hier muss er sich nun mit den beiden Handgriffstücken weit entlang hangeln. Das ist vor allem ausdauertechnisch und auch krafttechnisch sehr schwierig, aber er macht das ausgezeichnet. Nun an den letzten beiden Löchern schafft er es. Ja, das flutscht und er hängt. Nun muss er sich nur noch abstürzen und er springt. Nun leichte Verwirrung, bevor es an die Polstangen der Wahrheit geht. Aber auch da, mit einer unglaublichen Professionalität, kommt er hier bis ans Ende. Ja, es fluppt gut. Doch nach einer Beinverletzung vor wenigen Wochen fehlt für die Wand die Explosivität. Und alle Achtung, ich bin fix und fertig. Ich hätte nicht gedacht, dass das wirklich so schwierig ist. Also man muss wirklich koordinativ da dran gehen, Rita. Wahnsinn. Ich drücke dir fest die Daumen, dass es klappt dieses Jahr wieder mit Ninja Warrior und du dann auch deine persönlichen Endgegner bezwingst. Dankeschön. Hut ab. Boah, richtig krass und Respekt vor jedem Warrior da draußen.